Der erste Vortrag für diesen Abend geht über die Pinpad-Controller-Firmware, die ich im Verlauf der letzten Monate, ist schon ein paar Monate her, aber im Verlauf der letzten Monate aktualisiert habe. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, gibt es jetzt benutzerbasierte Pins. Und das Problem an der Sache war, dass ich das letzte halbe Jahr nicht im Raum Zeitlabor sein konnte. Deswegen heißt der Vortrag Remote Upgrading Microcontroller Firmware like a Boss. Und man sieht es relativ schlecht auf diesem Beamer, aber in den Folien werdet ihr es sehen. Ganz unten gibt es die URL zum Repository und die entsprechenden Commits, die diese ganze Geschichte beschreiben sozusagen. Fangen wir mal an mit dem Ist-Zustand. Das waren 2011/11/13. Wir hatten eine Generalpin hardcodiert, die kannte jedes Mitglied und auch noch ein paar andere Leute wahrscheinlich. Die Tastendrücke, die man am Pinpad eingegeben hat, wurden über den Hausbus weitergegeben. Und wir hatten auch damals schon benutzerbasierte Pins. Und das funktionierte so, dass auf der Blackbox, diese Kiste da hinten im Rack, ein Perl-Skript lief, welches jeden einzelnen Tastendruck aufgenommen hat, dann den Buffer zusammengesetzt hat und geschaut hat, sobald das abgeschlossen war mit einem Rautezeichen, ist das eine gültige Benutzerpin? Und wenn ja, dann macht es die Tür auf. Und das Problem ist, dass es langsam gewesen, das habt ihr sicher auch schon alle gemerkt, als ihr früher noch benutzerbasierte Pins verwendet habt. Und wenn ich langsam sage, dann meine ich damit so 5 bis 10 Sekunden. Also war durchaus eine merkbare Verzögerung. Außerdem hieß es dann auf dem Plenum, ja, wir möchten auf benutzerbasierte Pins umstellen. So, direkt jetzt können wir das machen. Läuft das stabil? Und ja, das lief stabil einigermaßen, aber es waren durchaus viele Fehlerquellen in diesem Setup. Es hätte passieren können, dass der Hausbus nicht richtig funktioniert, auf vielfältige Art und Weise. Es hätte sein können, dass da Bits kippen oder dass er einfach gar nicht mehr funktioniert, dass der Busmaster ausfällt. Das stört zwar das Pinpad nicht, aber dann gehen eben benutzerbasierte Pins nicht mehr. Dass das Perl-Skript einen Fehler hat oder dass das Skript abstürzt oder dass die Blackbox abstürzt. Lauter so Geschichten. Ja. Also da waren einfach ganz viele Fehlerquellen in diesem Setup. Weswegen ich gesagt hatte, das können wir so nicht laufen lassen. Also wir können nicht einfach direkt auf benutzerbasierte Pins umstellen. Stattdessen war der Plan, dass man den Pinpad-Controller so modifiziert, dass er alle Pins zwischenspeichert und dann selbstständig, also nur wenn Strom vorhanden ist, die Tür aufmachen kann. Das heißt, das ist eine Fehlerquelle, mit der man leben kann. Ja, wenn es hier einen Stromausfall gibt, dann muss einer der Leute, die noch einen Schlüssel für die andere Tür haben, aufmachen. Aber abgesehen davon gibt es da keine Fehlerquellen. Der Sollzustand war also, dass es immer noch eine Notfallpin gibt, die hardcodiert ist, aber die nicht verteilt wird. Es sei denn für den Vorstand. Das deswegen, weil wir uns nicht so ganz sicher sind, dass das mit dem EEPROM funktionierte. Schließlich ist das eine neue Variante. Die hauptsächliche Art und Weise der Entsperrung soll aber Benutzerpins sein. Die werden im EEPROM gespeichert. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, ein EEPROM ist einfach ein Read-Only-Memory, was man aber löschen kann. Das heißt, man kann das eine bestimmte Anzahl an Vorgängen überschreiben und deswegen kann man da speichern und es bleibt persistent auch über Neustarts des Mikrocontrollers hinweg. Das Problem daran ist, das hat nur 2048 Byte, ist also nicht gerade groß. Man muss sich da ein bisschen was überlegen, wie man seine Datenstruktur aussehen lässt, damit das alles funktioniert. Weiterhin sollen die Änderungen, das heißt neue Pins oder wenn ein Mitglied austritt, dass es diese Pin nicht mehr gibt, diese Änderungen sollen periodisch übertragen werden, damit niemand irgendwie, nachdem ein neues Mitglied eingetragen wird, erst noch einen Knopf drücken muss und dann wird das übertragen. Das wäre fehleranfällig und Leute vergessen das gerne oder wenn jemand austritt, dass da nicht jemand noch extra klicken muss. So, außerdem ist eine periodische Übertragung eine gute Sache, denn wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel wenn jemand eine neue Firmware flasht auf den Pinpad-Controller, dann ist das EEPROM erstmal leer. Und dann überträgt sich das selbstständig, das ist also gut. Das heißt, immer wenn das EEPROM falsch ist, dann korrigiert sich das in einen funktionsfähigen Zustand. So, das Design. Wie haben wir diese Änderung aufgebaut? Die Überlegung war, der Hausbus ist instabil und die Paketgröße ist gering. Per Design haben wir 32 Bytes als maximale Paketgröße. Das heißt, wir brauchen eine effiziente und zuverlässige Übertragung und Recovery. Das heißt, effizient, damit meine ich, dass es in wenig Bytes passt. Wir müssen vermutlich mehrere Pakete senden, um diese kompletten Pins übertragen zu können. Und wir müssen abkönnen, dass während der Übertragung von unserem Skript auf dem Pinpad-Controller beliebige Sachen schiefgehen können. Da können Bitkipper drin sein, da kann die Hälfte der Nachricht abgeschnitten sein. Irgendwas kann schiefgehen und wir müssen das abfangen.
Weiterhin ist ein Problem der Sache, wenn man nicht vor Ort ist, dass man keine Debug-Möglichkeit hat. Es gibt keine serielle Schnittstelle an dem Ding, beide sind belegt. Und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. So, man hat quasi eine Chance. Und das bedeutet, dass wir möglichst wenig Codeänderungen auf dem Pinpad-Controller haben wollten. Also wirklich sehr wenig Codeänderungen kann man anderweitig machen, zum Beispiel auf der Blackbox, aber bitte einfach nicht am Pinpad-Controller. Und die letzte Überlegung war, dass es halt echt kritische Infrastruktur. Das heißt, wenn wir was falsch machen, egal wie wir es falsch machen, hat es entweder zur Folge, dass hier Leute reinkommen, die nicht rein sollen, oder Leute nicht reinkommen, die eigentlich das Recht haben, hier drin zu sein. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, einen gestaffelten Rollout zu machen mit gründlichen Tests. So. Was habe ich mir überlegt an Quality Assurance Maßnahmen? Das war nur wenige Tage oder wenige Stunden nach der Entscheidung, dass wir das brauchen. Ich habe mir überlegt, wir schreiben den Code zunächst in C, aber nicht für den Mikrocontroller, sondern einfach für einen normalen Computer. Und sobald das dann läuft und wir uns da sicher sind, können wir den Code für den Mikrocontroller anpassen. Und der Grund dafür ist, dass man auf einem Computer viel mehr Debug-Möglichkeiten hat. Man hat einen GDB, man hat Valgrind, man kann einfach angenehmer arbeiten, als wenn man so einen Mikrocontroller braucht. Und außerdem hatte ich gerade keinen da und auch keine Möglichkeit, einen zu beschaffen. Das war eher der Aussage. Ja, okay, das heißt, wir schreiben das zunächst in C, dann passen wir es für den Mikrocontroller an und testen das erstmal separat. Das heißt, ich habe Alex ein Firmware-Image geschickt und der hat das auf einen anderen Mikrocontroller aufgespielt und hat gesagt, da kommt über die serielle Schnittstelle diese und jene Ausgabe. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, okay, das passt. Weiterhin habe ich mich dazu entschieden, dass wir ein Mockup machen der Mikrocontroller-API und dann mit Valgrind testen, ob da Speicherfehler im Code sind oder nicht. Das ist eine schöne Möglichkeit, die man natürlich nur auf einem ordentlichen Rechner hat. Und Mockup hört sich vielleicht erstmal kompliziert oder komisch an, aber was ich damit meine, ist einfach, ich habe die 3-4 Funktionen, die einen EEPROM-Zugriff auf der AVR-libc bereitstellen, in C neu implementiert. Einfach mit einem bisschen Speicher, 49 Bytes habe ich da allokiert und dann Speicherzugriffe gemacht, das ist also 10 Zeilen Code oder was waren das, und dann konnte ich das auf meinem Computer kompilieren und das war genau derselbe Code wie den wir dann auch auf dem Mikrocontroller verwenden. Den habe ich dann mit Valgrind getestet und gesehen, okay, wir haben da keine Speicherfehler drin, passt alles. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und zu guter Letzt habe ich, das habt ihr vielleicht mitbekommen, auf der Raumzeitlabor-Mailingliste um ein Code-Review gebeten. Das heißt, ich habe den fertigen Code, das waren glaube ich 150 Zeilen oder so, auf GitHub hochgeladen und den Leuten gesagt, schaut doch mal bitte drüber, wenn ihr da einen Fehler findet, dann sagt mir Bescheid oder wenn ihr es unklar findet. Und zumindest Alex hat sich das angeschaut, ich glaube Simon hat sich es auch ein bisschen angeschaut und dann haben die mir gesagt, okay, ich finde da keinen Fehler. So, das erste Upgrade, was wir durchgeführt haben, war knapp eine Woche später und erstmal ein Befehl, um im EEPROM einfach Daten zu schreiben. Sehr einfach. Der Befehl fängt an mit einem großen ASCII-E. Das ist einfach, ja, also jeder Befehl hat einfach einen Byte am Anfang, mit dem er eindeutig identifiziert wird auf dem Hausbus, also auf dem Hausbus zwischen Pinpad, Controller und dem Rest. Und danach kommen 16 Bits als unsigned integer interpretiert, die die Zieladresse in dem EEPROM angeben. Das EEPROM hat 2048 Byte, deswegen langt ein 8-Bit-Integer nicht mehr aus, aber ein 16-Bit hat genug Platz. Danach kommen auch wieder als 8-Bit-Integer kodiert, unsigned, die Länge der folgenden Bytes. Danach kommen einfach die Bytes und dann kommt nochmal eine Checksum über diese Bytes. Ich habe mich da für CRC32 als Checksum-Algorithmus entschieden, weil der einfach unglaublich einfach ist und es da schon Implementationen gibt für Mikrocontroller, die auch gut getestet waren und das hat auf Anhieb gut funktioniert. Außerdem gibt es das in jeder Hochsprache auch. Der Befehl hat in seiner ersten Inkarnation noch nicht ins EEPROM geschrieben, sondern hat lediglich CRC Error oder ACK zurückgeschrieben. Und das haben wir also benutzt, das heißt, wir haben eine neue Firmware gebaut mit diesem zusätzlichen Befehl. Alex hat die dann auf dem Mikrocontroller geflasht, hat getestet, dass noch alles funktioniert wie vorher. Und zusätzlich habe ich mit dem bisschen Perlcode, was ihr da unten seht, getestet, dass ich eine gültige Bytefolge dahin schicken kann und er meldet ein ACK zurück. Und wenn ich eine ungültige Bytefolge schicke, also einfach irgendwas verändere, dann gibt es einen CRC-Error. Das ist schon mal ganz gut. Tatsächlich hat sich in den Tests herausgestellt, dass der Hausbus stabiler ist, als wir gedacht haben. Das heißt, ich habe noch nie einen CRC-Error gesehen in den Logs. Das ist gut. Aber es schadet natürlich nicht, wenn man das trotzdem abfangen kann. Das zweite Upgrade war dann, dass wir eine Checksum über das EEPROM gemacht haben. Das heißt, wir haben das EEPROM in verschiedene Blocks unterteilt und jeder dieser Blocks kann separat aktualisiert werden. Der hat auch immer eine Checksum und das komplette EEPROM hat aber auch nochmal eine Checksum.
Das ist deswegen gut, weil der Pinpad-Controller dann feststellen kann, bevor er entsperrt, ob das EEPROM intakt ist oder ob er gerade neu geflasht wurde oder ob irgendein Problem in dem EEPROM vorhanden ist. Ist zwar unwahrscheinlich, aber besser sicher gehen. Ja. Und weiterhin ist es gut, weil wir dann über den Hausbus den derzeitigen EEPROM-Status kriegen. Derzeit wird über den Hausbus jede paar Sekunden oder so der Türstatus geschickt. Zusätzlich, wenn er sich ändert, aber auch periodisch. Und wir haben uns entschlossen, dass einfach mit dem Türstatus, mit diesem vorhandenen Paket, die EEPROM-CRC auch geschickt wird. Das heißt, der Perl-Code, den wir eh schon haben, der den Türstatus auswertet, kann feststellen, muss ich das EEPROM aktualisieren oder nicht. Das ist eine relativ geringe Änderung und die hat auch auf Anhieb funktioniert. Da braucht man nicht viel zu sagen. Das dritte Upgrade war dann die Testverifikation. Wir haben dann für 7 Tage lang den Pinpad-Controller die Pins validieren lassen und die Blackbox auch. Das heißt, auf der Blackbox lief die alte Software weiterhin weiter. Und zusätzlich hat der Pinpad-Controller immer gesagt, die Pin betrachte ich als gültig und diese betrachte ich nicht als gültig. Das Ergebnis haben wir dann aufzeichnen lassen und korreliert mit der tatsächlichen Realität. Und die Fehlerrate war bei 0% und die Erfolgsrate bei 100%. Das heißt, wir haben an jedem Tag erfolgreich aufgemacht und keine Fehler gehabt. Was jetzt auf den Slides nicht ist, ist das Upgrade, was wir auf der Blackbox gemacht haben an der Perl-Software, weil das kein Mikrocontroller-Update ist. Aber da haben wir natürlich ein Skript geschrieben, welches diese EEPROM-Checksum auswertet und dann die nötigen Updates auf den Mikrocontroller schickt. Das Schöne ist, dass wir nicht immer den kompletten EEPROM-Dump schicken müssen, sondern weil wir mehr Intelligenz haben auf der Blackbox in dem Perl-Skript, was in der Hochsprache geschrieben ist, können wir sagen, okay, das ist die Checksum, die wir derzeit haben. Wenn ich die Datenbank anschaue und die letzte Pin weglasse, dann ergibt das die gleiche Checksum, das heißt, es hat sich nur eine Pin geändert. Das kann man beliebig weit treiben. Das heißt, wenn man die Blackbox ausmacht für 5 Tage oder so und es kommen 5 neue Mitglieder, schön wäre das, dann würde er erkennen, okay, wenn ich 5 Revisionen zurückgehe in der Datenbank, dann ist die Pin das, was derzeit auf dem Pinpad-Controller ist. Das heißt, er synkt nur die letzten 5 neuen Pins. Genauso, wenn eine Pin gelöscht wird, würde er feststellen, okay, das war jetzt die Alter Revision und dann wird nur der letzte Block neu übertragen. Genau, das hat auch alles ganz gut funktioniert. Und das letzte Upgrade war dann, das habe ich hier auf der Folie, weil es so schön ist, einfach die Kommentarzeichen entfernen und das Entsperren der Tür tatsächlich aktivieren. Okay, das war's. Habt ihr dazu Fragen? Ja, wie viele Pins kannst du denn auf dem Mikro speichern? Das heißt, ab wie vielen Mitgliedern müssen wir dringend migrieren? Genau. Das Design wurde so gewählt, dass einfach die Ziffernwerte gespeichert werden. Das heißt, wir haben 6-stellige Pins und das korreliert zu 3 Bytes auf dem EEPROM. Okay. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Checksums. Das heißt, bei circa 250 Pins haben wir ein Problem. Also bei 250 Mitgliedern spendiere ich uns ein externes EEPROM. Das war die Überlegung. Weitere Fragen? Ja, bitte. Wie war das jetzt mit der Synchronisation? Wird die angeschmissen, wenn du eine neue Pin erstellst, oder wird die einfach regelmäßig... Genau, also der Pinpad-Controller pusht regelmäßig die Checksum des EEPROMs und der Perl-Code auf der Blackbox sagt dann, okay, die entspricht entweder dem jetzigen Datenbankzustand, macht er einfach nichts, oder er sagt, die weicht ab, berechnet dann die Änderungen und schickt das rüber. Das heißt, effektiv wird keine Synchronisation angestoßen, sobald ein neuer Pin dazukommt, aber innerhalb von 1 Minute wird spätestens wieder synchronisiert. Ja. Reicht. Reicht? Ja, das reicht. Hast du denn schon deinen Wecker für EEPROM 7 gestellt? Ja. Ich überlege aber einfach durchzumachen. Das haben sie schon viele Leute. Okay, noch weitere Fragen? Und das Schreiben in das EEPROM auch nochmal überprüft, ob das erfolgreich war? Oder? Implizit ja. Das ist nicht erwähnt und das findet auch tatsächlich nicht statt, aber dadurch, dass du schreibst und er dann in der nächsten Iteration wieder die Checksum über das komplette EEPROM berechnet und schickt, wird ein Schreibfehler dadurch auch detected. Ja? Er findet dann, okay, das weicht wieder ab und versucht es wieder. Und wenn das nie ordentlich funktioniert, dann werden wir das sehen im Log. Und dann ist das EEPROM defekt.
in das Log dann, das macht dann der das Cloud Script. Genau. Ja. Hast du eigentlich mal in den Specs geguckt, wie viele Writes zeigen es in Ich glaube 100.000 oder so. Also bei 100.000 Änderungen spendiert uns Alex noch ein neues Epoch. Nee, ein Raster EP oder so. Ja, okay. Ja, Alex, wir haben 7 Uhr morgen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist am Arsch. Ja. Okay, noch mehr Fragen. Ja, bitte. Was sind da jetzt für ein Controller im Moment drin? Das ist ein Atmega 644P. Okay, 100.000 wird es. Okay. Nein, natürlich, wenn der Epoch kaputt ist, können wir auch einfach nachhören. Ja, klar. Nein, der ist jetzt gelöst. Hat das mal jemand erlebt, dass ein Epoch nicht mehr zuverlässig funktioniert? Ja. 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 Und zwar lange vor den, das hat der Herr Wurz erzählt, auf dem MP3-Player sind irgendwie, sie haben an diesem EEPROM alle Monate was geändert oder auch nicht, oder irgendwie nur am Anfang was reingeschrieben und wie 3 Monate später oder ein Jahr später ging es nicht mehr. Dann haben sie immer diese EEPROMs da rausgelötet und jetzt haben sie irgendwas anderes gemacht. Die haben mir gesagt, nee. Das sind die EEPROMs. Aber auch so, weil das ist sehr teuer. Ja. Okay, top, das war's. Vielen Dank.